Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem Video auf dem Kanal. Wie ihr seht, bin ich noch zu Hause und es gibt einen Icon League Vlog. Haben sich so viele gewünscht, dass ich da mal einen Vlog mache und euch mehr Einblicke gebe von Team, bla bla, was da so abgeht. Es sind jetzt noch 2 Spieltage. Einmal bitte die Tabelle einblenden, denn wir sind gerade 8. Platz. Wir müssen am besten in die Top 6 kommen, dann sind wir direkt qualifiziert fürs Finale, wo es um 500.000 Euro geht, by the way. Und wenn nicht, sind wir zwischen 7 und 10 wird Playoff-System gespielt, so wie bei der NBA. Also da ist man noch nicht safe qualifiziert. Lasst hier auf jeden Fall gerne ein Like da lassen, ein Abo da. Das Video heute ist übrigens gesponsert von Blue Lock. Mehr dazu kommt gleich. Sehr, sehr cool. Blue Lock, ja. Mein Tank ist nicht vorhanden. Ich hab grad so Angst, dass ich liegen bleibe. Servus, gerade wirklich One-HP und trinke gerade Chicky Jogger, Chicky Jackson. Köstlich, schmöchtlich. Ja, das sind übrigens meine Shoes of the Day. Ich nehme auch gar keine anderen Outfits mehr mit. Ein paar Wechselshirts, ein paar Wechselunterhosen, Socken. Damit fahre ich dahin und damit fahre ich auch wieder zurück. Haare aktueller Stand. Ich hab gerade wieder Barrel Twists. Ach du Kacke, ich muss scheißen. Ich habe leider ein fettes Problem und zwar meine Achillessehne tut so doll weh vom Spiel gegen Dynamo. Keine Ahnung warum. So, wir sind jetzt im Auto, meine lieben Freunde. Ich war eine Prediction von dir heute gegen The Pack. Ich bin gegen The Pack. Das Rest, die haben am meisten Ex-Profis, glaube ich. Keine Ahnung, aber die sind richtig gut drauf. Ich sag, ihr gewinnt. Wechsel? 5-2. Das wäre sehr, sehr wichtig. Die haben Caligiuri, T-Rodde, Clemens. Die sind Sechster. Die haben 18 Punkte. Wenn ihr heute gewinnt, habt ihr auch 18 Punkte. Die sind so krass. Ich sag, die sind Top-3-Mannschaften. Roasters Burgers. Cool. Verrückter Call von Eli. Warst du da schon? Die haben einfach Sachen reingemacht, die wir gar nicht bestellt haben, auf Korrecht. Also so Bonussachen, 1000 Dips, Chicken Nuggets. Mozzarella Sticks. Chicken Nuggets, Süßkartoffelpommes. Das sind, glaube ich, Käsesoßen so. Aber die, davon lasse ich die Finger weg. Hier, Chili Mayo. Das ist der wahre Shit. Ach du heilige Makrele. What in the fick fack ist das, Alter? Verrückter Burger. Gurkis, Jalapenos, ganz wichtig immer. Super. Das Toast ist voll krass, weil das außen schön knusprig. Aber es ist auch nicht durchgeweicht. Die Soßen super, sehr juicy alles. Top. Top. Was ist das Ding? Präsident Eichel. Fühlst du jetzt cool, hä? Ja, das ist jetzt cool. Oh, Eagles. Delay Eagles. Hey, warum hast du deine Haare verdeckt, Digga? Achtung, hier kommen die Pokalhelden. Heute gibt es Eventualitäten. Alter. Mann, was denn jetzt? Ich hab mir ja nicht mehr angefasst. Leute, ich hab iPhone 16 einfach. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich hab jetzt diese Taste hier oben. Wenn ich die drücke, dann macht es so schnell die Kamera raus und so. Einfach im Hotelzimmer gammeln. Auch wenn da schon 1000 Leute drin geschlafen haben, es fühlt sich so neu an. Ich lieb's einfach. Ja, ich chill jetzt, weil ich jetzt gucke Blue Lock, Leute. Yeah. So, bevor ich jetzt rüberfahre zur Icon League, gibt's noch jetzt ein paar Infos zu Blue Lock. Dabei, die unterstützen das Video heute. Ihr wisst alle, ich bin ein riesen Anime-Fan und vor allem auch ein Blue Lock-Fan. Das ist einer meiner Lieblingsanimes. Deswegen ist es für mich eine Ehre, dass ich überhaupt dafür Werbung machen darf. Blue Lock ist ein Fußball-Anime mit so einer Art Survival-Twist, wo es darum geht, den besten Stürmer Japan zu finden. Für alle, die noch nie ein Anime geguckt haben, glaubt mir, das ist auch für jeden Fußballfan was. Auch der nichts mit Animes zu tun hat, einfach nur Fußballfans. Guckt euch diesen Anime an. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe auch Elders letztens davon überzeugt. Ich glaube, wir haben 5 Folgen bei mir geguckt oder so. Er war direkt süchtig. Eli habe ich auch schon dazu bekommen, letztens 3 Folgen mit mir zu gucken. Er meint auch, es gut, obwohl er immer ein bisschen kritisch an die Sachen rangeht. Ist also für jeden Fußballfan was, auch für Leute, die noch nichts mit Animes zu tun haben. Noch nicht. Ihr wisst auch bei mir eigentlich, ich habe Blue Lock direkt als rauskam mir angeguckt, weil mein ganzer Chat damit voll war. Guckt euch das an. Und jetzt ist es soweit, dass die 2. Staffel draußen ist. Alle Infos dazu sind hier unten einmal verlinkt. Da könnt ihr gerne draufklicken. Da unten sind die Links. Das könnt ihr alles auf Crunchyroll euch angucken. Die Anime-Leute wissen Bescheid. Das ist eines der größten Anime-Streaming-Dienste. Seit dem 17. Oktober ist auch der Film dort verfügbar, sowie die Mangas. Also checkt es auf jeden Fall gerne ab auf Crunchyroll. Eine Folge dauert, by the way, nur 20 Minuten. Einfach nur geil. Zum Beispiel auf Reisen oder nachts vorm Einschlafen gucke ich immer Animes oder jetzt zum Beispiel auch. Zeit für 1-2 Folgen. Ich gucke mir jetzt 1-2 Folgen an, mache ein kleines Leckerchen. Dann muss ich weiter zur Icon League. Ich habe auch übrigens viel länger darüber geredet, als ich eigentlich muss über das ganze Thema gerade. Einfach weil ich das Thema mag. Sowieso, ich hätte es wahrscheinlich sowieso gesagt. So. Wir sehen uns. Dankeschön im Vlog. So, wir haben hier immer unsere Nissan-Autos, die uns zum Spiel shuttle. So, jetzt steige ich hier aus. Mein ganzes Ding. Es geht. Ah, die hatte ich noch nie angehabt, stimmt. Aber egal, komm. Gürgi. Ja, ich vlog nicht so oft, aber heute schon. Ja? Okay. Ich hab geguckt, leider. Was machen? Ey, Bruder, scheiß Spiel geht. Hast du gesehen, als ich ihn direkt reingepresst habe, wieder direkt mit passender Energie? Das Spiel habe ich nicht gesehen. Schade, ja. Schade, aber Ergebnis geht. Bro, nächstes Jahr. Bruder, kannst du dich mitnehmen nach München? Code-Trainer so. Du musst erst mal gucken, ob du überhaupt da reinkommst, gell? Kann das sein? Ja. Gell? Noch 2 Spiele. Ey, wenn du reinkommst, nimm ich mit. Dann chillen wir mal meistens. So, dann ist hier der Kabinentrakt. Da kann man seinen Bart schneiden. Das ist die Von Torres. Guten Morgen, Marcel. Alles gut bei dir? Ja, bei dir. Hi.
Also später unser Kamina, aber es gehört noch Motor. Hier ist Bavarian und Berlin Underdogs. Ansprache. Oh, oh, ich wollte nicht reinplatzen. Von hier kann man... Oh! Maximal Schradi! Bist du morgen wieder dabei in Minecraft? Ja klar. Willst du TNT haben von mir? Ich mach dir das. Ich mach eine Maschine und dann kommt immer TNT. Dann gehen wir auf Rohr. Heute habt ihr das erste Mal so meine POV. Ich laufe jetzt hier rum. Ich bin ja mit jedem Teammate gespürt gut, deswegen guck schon mal bei denen. Warte, hier ist Anton. Danach spielt DNA, da bin ich dann dabei. Oder ich geh gleich mit zum Aufwärmen. Das ist cool, weil alle Teams sind meine Plays. Willi Jenny! Gewinnen wir das Ding, ne? Bavarian. Oder letzten 7 Spiele, 6 Siege waren in der Saison. Ehrlich? Richtig cool. Anton, du musst deine Halteransprache. Ja, vamos, vamos, Argentina. Nein, bei den Jungs. Kemira. Du musst den Unafalter Taktiker erklären. Penalti por Real Madrid? Ja. Ja, wäre gut, wenn wir einmal kriegen würden. Unafalter Taktiker. Erst drauf, Eli. Erst drauf. Das ist meiner. Die zwei. Elias, erst drauf. Die zwei. Ist Alex! Hier! Wir sind hier wie stolze Eltern. Oh, dabei. Guck mal, Alex. Oh, oh. Er hat seinen Stuhl zusammengeschlagen. Digga, guck mal, wie er ist, Digga. Wir sind hier in Düsseldorf, Bilo ist raus, er streamt, er geht bei ihm im Chat und lacht ihn aus. Er hat gerade seinen Stuhl geboxt. Holt das noch, oder? Sein Stuhl liegt auf dem Boden. Guck mal, wie er nervt, der Nachtritt. Wir sind, by the way, gerade Erster, ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, Alex! Digga, 5-0. Ich spiele nicht, weil ich heute wieder angeschlagen bin. Meine Achillessehne. Und ich habe keinen Bock, dass... Weil hier ist wirklich so Tempo, ist so bei 100%. Und ich habe keinen Bock, dass ich mir wegen sowas hier Achillessehne reiße und ein Jahr weg bin. Aber ich kann auch nicht, wenn ich wollen würde. Macht das Spaß? Macht wieder Spaß? 7-2. Macht wieder Spaß? Ja, nervst du mich immer bei Weekend League, hä? Lass du mich immer bei der Weekend League. 7-2. Willst du nicht trainieren? Willst du nicht coachen ein bisschen? Oder lässt du los? Schrei von hier rein. Scheiße, ja, oder? 7-2? Haschim der Farbe, Sydney Ewika, der Bulle, weiß ich bin der Peter. Was willst du? Wir haben ja gerade Diskussion über sein Outfit. Ja. Er hat mich gefragt, wie ich finde. Ich kenne ihn nicht mal, ich meinte einfach straight ass, Bro. Oder all red shoes. Als Lightskin sowas hier aufzuziehen, ist verrückt. Wie kommt man in den Block rein? Ich kriege Begrenzkarten. Ich kriege ein kleines Kontingent von 100 Karten. Auf Instagram schreiben und mit ein bisschen Glück antworte ich und dann kommt ihr in den Block. Und dann gibt ihr Gas. Einfach um mit Klatsch für andere Team. Oh mein Gott. Bravo. Ich muss mal mehr zu sehen, zu Willi zu stellen. Dann kriegen wir mehr als bei dir. So. Ich hab mal Fokus hingespielt mit dem hier. Dann bin ich mehr zu sehen. Sag mal, die sollen Kamera aufschauen. Geh mal dahin. Ich hab dir Anime geschaut. Ja, oder? Ehrlich? Ich hab den Flug auch geschaut. Du hast gesagt, Tabu. Füße hast gesagt, Alter, wenn Willi das sieht, ne? Hat nicht Willi gecoacht? Hat nicht Willi die trainiert? Wow. Aber dann hab ich den Jungs gesagt. 7-1. Frag ihn mal, Digga. Willi! Er will rein. Nein, hab ich das gesagt. Kommt doch kein Fitner. Ey, willst du nicht rein, wa? Bruder, wir haben noch nicht gewonnen. Das Spiel geht noch. Würdest du jetzt ein Tor machen? Ja, okay. Okay, jetzt aber. Jetzt. Adam, rein. Geh mal in den Kreis jetzt, Digga. Willi. Der nervt mich die ganze Zeit, dass er rein will. Ich schwöre auf alles, er sagt die ganze Zeit. Er will die ganze Zeit rüberklettern und so. Wer will alle für Big A auf Platz sehen? Ja, ich glaube wegen 10, das ist jetzt gespielt. Schau, Willi, weißt du es? Ja, Bruder, es ist 4-10-2. Wir müssen alle mehr spielen. Wenn ich Team hätte, wäre schon so einwechsel einwechsel so nicht ein Scheiß dagegen. Komm rein, Willi! Hey! Kein Show gespielt. So, jetzt müsst ihr mal aufwärmen von meiner Mannschaft. Hä, wieso hast du kurze Sachen an? Oh. Was passiert denn hier?
beziehungsweise bei jedem Spiel das Beste zu geben. Kannst du aufhören, so ernst zu reden, bitte? Wieso nicht? Pluto? Achso, ja, dann. Okay, ja, wir sind alle seriös. Wie alt bist du? 22. Und jetzt? Oh, egal. Ja. Ihr wisst alle, was ich sagen wollte. Ich dachte immer, es ist noch lustig. 22. Und schon so? Naja, egal. Ist viel durchgemacht, oder was? Achso, auch. Was ist das? Ob's im Leben. Alter. Also, so wie wir es sonst auch immer hatten, nur dass wir nicht wirklich im Zentrum, weil die wollen uns nämlich so locken, dass wir hier auf Manndeckung gehen. Hadlon! Aaron, du bist richtig guter Gamer, Digga. Voll krass. Robin, du hast richtig geile Haare. Jaco, Samstag geil gesoffen. Guck mal, Chris, einmal mit Wand. Ey, kann jemand... Warum trainieren die Schwarzen einzeln? Hallo, könnt ihr die mal aufnehmen? We have a new player. Ey, hello, we have a new player. Kann jemand bitte mit ihm spielen? Ey, Chris, wollt ihr zusammen Fußball spielen? Gut. Das auf, so muss auf ihm aussehen. Guck mal, was das für Männer sind da drüben. Wir sind so kleine Kinder. Das sind so Männer. Auch gut. Wir sind auch gut. Ja. Ja, Mann. Du brennst, ne? Vergessen wir das. Ne, hier damit. Wir erklären ihm gerade, dass als Verteidiger, wenn so ein Stürmer wie Zirode da ist, dass man am besten... Also wenn du mich verteidigst, das hier ist geil für den Stürmer. Ja, Mann. Ja, aber so will ich ihn ja nicht. Zeig auf mich. Ich sag dir erstmal, bevor der Ball kommt, ne? So bei ihm. Bruder, das stört nicht. Er denkt, das hier nervt. Ja, das ist geil. Er kann machen, was er will. Er sucht es die ganze Zeit und du bleibst genauso weg. Und dann vor Mann kommt. Aber kann er sich dann nicht erst recht aufdrehen? Ja. Er dreht sich ja bei mir rein. Du stehst ja hier und blockst. Okay, ich check was im Moller, check. Weil, guck mal, so, er hat die Kontrolle, Bruder. Wie verteidigt man Simon Terodde? Erst drehen lassen, dann drauf. Weil dieser Wichser, ja! Jungs, wir wollen nach München. Das geht nur, wenn wir gewinnen. Heute 3 Punkte wäre sehr, sehr schön. Deswegen gehen wir heute raus und machen das Fundament nach München klar und gewinnen heute hier. I think most coldest moment. Halbzeit fatal. 6-2 Halbzeit. Ficken uns komplett. Wir sind so abgewichst, Alter. Wir haben Rekord gebrochen für meiste Gegentore. Es war schon mehr als ein Klassenunterschied. Ja, Schere. Was war denn die Ansprache vor dem Spiel? Was hat man der Mannschaft mitgegeben? Schere. Du bist frustriert und hast gerade gar keinen Bock. Wir lassen ihn in seinem Tunnel. Schere. Schere ist oben. Geil, das ist die ultimative Schere. Und wir haben Karma bekommen für Panda-Auslachen. Digga, jetzt müssen wir wieder rechnen. Nächste Woche gegen Two Stripes. Wir haben fast gegen Berlin City gewonnen. Also die nächste Woche wird auch kein Selbstläufer. Guck mal da. Nächste Woche. Kann man das machen? Wir haben 11-4 verloren. Nächste Woche auch so. Nicht mehr die guten Jungs ranholen. So Wildcard braucht ihr gar nicht. Guck mal, wir waren heute sogar nur 7. Also wir geben nochmal Gas und wir geben nicht auf. Weil wir haben ja auch Spieler, die wollen sich zeigen für Season 2. Ich will, dass Adam in die Kabine gehen. Ja, denkst du, ich werde beleidigt? Nicht deswegen. Ich höre die Stimmung. Aber am
Ende, ich sage euch ehrlich, ihr habt irgendwann aufgehört, als Team zu spielen. Und das ist das, was mich ankotzt. Und dann so ein Scheiß hier, Jungs. Ja, ganz ehrlich, ja. Ist Kindergarten, Jungs. Guck dein Outfit an. Schere. Schere ist super. Er hat Patrick Moore-Schuhe. Ja, aber die Jungs haben auch verloren. Haben die getragen. Mit 14. Ich schwöre, das war so Facebook. Einfach Panne schreibt mir gerade, Science Tore und keine Ahnung was. Irgendein Scheiß hat er mir geschrieben. Der mobbt mich zurück. Wir lassen gerade, der Adam ist von diesem Sonntag so aufgestellt. Steh auf! Okay, film nochmal, wie ich aufstehe. Soll ich nonchalant machen? Bro, ist nicht nonchalant. Ich will mal wissen, ob Leute bis jetzt wirklich geschaut haben. Was sollen sie kommentieren? Glück 1 bis 10? 10 von 10 für jede, die Fußball-Animes lieben. Ohne Wenn und Aber schauen. Wir haben sogar Eli davon überzeugt. Das ja, genau. Er kommentiert mit Blue Lock. Mit Blue Lock, aber Blue Lock. Mit. Wer ist der Lieblingscharakter? Kommentiert Isagi. Was? Ich hab dir gespielt. Und dann los. Du weißt es. So, wir sind jetzt hier, da sind die Click-Jungs. Da sind noch ein paar Vontorias, TNA. Hier gibt's jetzt ungefähr 6 Stunden lang Real Talks über Alken League. Nur Taktiken. Dann wird dieser Querpass von dem Spieler wird dir nach hinten gespielt und auf einmal hast du eine ganz andere Dynamik. Hier geht's gut, ja? Die haben uns einfach überholt, die Wichser. Ich in der Biene brauche. Biene, heute wieder Biene gewesen. Ja. Und gehst du nochmal? Was mit ihm? Ich dachte, er ist ein Tor. Jetzt gehst du Lobby saufen? Nein, ich geh jetzt im Zimmer schlafen. Und dann, was sucht der alle in der Lobby? Im Zimmer! Punkte verloren, aber ein Hornblatt gewonnen. Das ist meiner! Ich hab den gerade von dem Italiener in die Hand bekommen. Deiner ist auch in der Tasche, glaube ich, oder so. Ja, allein, dass du weißt, wo der ist. Oh mein Gott! Das ist der! Das ist meins, das ist mein Getränk, das gehört mir. Wenn ich will, ich kann alle beschlagnahmen. Dankeschön. Ich trinke extra nicht mal von Luft, damit du nicht willst. Nein, du ekliger. Mann, das ist eklig. Du hast Fanta. Ich bin Fanta, Bruder. Nein, Mann, nur. Ja. Juhu. Ist das eklig. Yes. Ach, mach das auch immer. Ey, das könnt ihr essen, mehr dürft ihr nicht. Jeder bekommt eine Schachtel. Nee, das ist meine. Achso. Darf ich nichts essen? Ja, kein Durchfall. Zucker, deswegen habe ich auch abgenommen. Guck mal, zeig mal meinen Bauch. Abgenommen. Du hast noch nicht gegessen, ne? Der Mann ist einfach besoffen. Ja, er ist ziemlich oft Hacke. Holland, du heute nicht. Ich stehe hier mit MP-Granaten, Remington, Bro. Ich bin direkt im Spawn, Digga. Ich fuck euch ab. Gib mir die erste Pizza. Dein Kopf glüht schon wieder, ne? Ja. Ich hab bestellt für alle. Robus, hier geht's zur Pizza. DNA gibt einen so im See aus. Essen, Mann, ein Kasten. Prost, Männer. Alter. Hier geht's hoch. Ab. Igels weg. Nein, Igels nicht. Emin, bravo. Mein einziger Sohn. Noch ich meine wegen Niederlage, deswegen. Ja, genau, deswegen trinke ich nicht. Das Hype, oder? Das ist ja, guck mal, wie cool, ja. Lobby ist booming. Was passiert hier? Ach, das ist auch was passiert hier? Ach man, Digga, wie uncool. Oh mein Gott, Digga. Scheiße. Lohnt sich nicht. Wir haben jetzt aufgeräumt, jetzt gehen wir einen kleinen Spaziergang machen. Fokus Igels, Bestrafung. So, Igels, einmal joggen. So, ich bin jetzt wieder im Zimmer, ist so 4 Uhr oder so. War aber ein sehr cooler Tag. Jetzt seht ihr mal, wie so ein Tag hinter den Kulissen ist. Ihr seht, alles sehr familiär, macht voll Bock mit den ganzen Jungs zu chillen. So. Man versteht sich so gut. Das fuckt immer ab, wenn man herkommt und verliert. Ich lasse sowas sowieso nicht so lange an mich ran. Das war's mit dem Video. Danke nochmal an Blue Lock für die Partnerschaft. Checkt's gerne ab. Ich würde sagen, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Willst du mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht aus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kasein auf und was bist du? Drehen mit dem Regen kann ich mir einbauen. Oh mein Gott. Yeah.